Montag, fast 17 Uhr und das sind heute unsere Themen. Die Aktion selbst für einen regelrechten Hype sorgt. Sie können es sich denken. Bis gleich bei TAF. Zentren unter Betrugsverdacht. Wie dagegen jetzt vorgegangen werden soll, bitteschön. Wow, chapeau, die zwei haben halt den richtigen Beruf. Und es geht direkt weiter mit Lebensrettern. Die waren nämlich heute Morgen auch in Hamburg gefragt, nachdem es dort eine riesige Explosion gab. Alles dazu und weitere wichtige News jetzt im TAF-Tag. Ja, irgendwie auch schön, dass die Natur immer mal wieder zeigt, was sie kann. Tolle Bilder. Apropos, Sie möchten vielleicht auch mal richtig schicke Fotos machen? Kein Problem. Mit einer Käsereibe, einer Klopapierrolle oder Watte soll man Fotos wie von einem Promi-Fotografen hinkriegen. Wie das genau funktioniert und was davon wirklich klappt, zeigen wir Ihnen jetzt. Absolut. Jetzt geht es auch darum, was Neues auszuprobieren. Nur leider ist der Anlass dazu wirklich kein schöner. In Deutschland haben mehr als 1 Million Menschen durch die Corona-Pandemie ihren Job verloren. Manche sogar ihren Traumjob. So auch Caroline und René. Wie sich die Musical-Darstellerin und der Content-Manager jetzt aber ganz neu erfinden und was Positives daraus schaffen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Tolle Kämpfer, weiter so. Es kann einem aber auch ganz anders ergehen. Eine überraschende Mutterschaft, dreiste Promi-PR und die Dauergerüchte um Jennifer Lopez und Ben Affleck. Ja, bei den Promis war im Mai mal wieder ordentlich was los. Welcher VIP unserem Promi-Experten auf die Palme bringt und bei wem er völlig die Fassung verliert. Hier ist unser Very Important Monatsrückblick mit Benji. Aber hallo, auf jeden Fall. Apropos, auch ein Thema für dich, lieber Benji. Sind Lady Gaga und Justin Bieber zu provokant für chinesische Zuschauer? Kein Scherz, die beiden wurden jetzt von staatlichen Zensoren aus dem Programm geschnitten, was da los war. Hier kommt der TAF-Klatsch. Traurig, unser Beileid an die Familien. Und bei uns geht's jetzt weiter mit diesen praktischen Helferlein für den Sommer. Ja, meiner ist heute ein bisschen klein ausgefallen. Innen ist auf jeden Fall auch unser großes Fußball-Gewinnspiel. Heute haben Sie die Chance auf einen ganz besonderen flotten Flitzer. Ein Tesla für 100.000 Euro. Sie haben auf jeden Fall die Wahl. Und wenn Deutschland auch noch Europameister wird, erhalten Sie als Gewinner noch mal 111.000 Euro obendrauf. Verrückt. Also unbedingt mitmachen unter der 01379 44 44 07. Das Kennwort Tor nennen oder eine SMS mit Tor an 3x4, 3x1 schicken. Wir drücken die Daumen. Bis gleich. Ja, zurück bei TAF und ich sage jetzt mal, endlich ist es soweit, oder? Der Sommer kommt doch und pünktlich zum warmen Wetter darf man auch zu Hause endlich wieder mit mehreren Freunden feiern. Und damit dabei nichts schief geht, haben wir natürlich die ultimativen Party-Gadgets getestet. Von der Eismaschine, die Männerträume wahr werden lässt, bis hin zur ultimativen Partymaschine. Also, let's go! Auf jeden Fall. Und so soll es auch diesen Sommer weitergehen, oder? Und natürlich auch bei unserem großen Fußball-Gewinnspiel. Heute haben Sie die Chance auf einen ganz besonderen flotten Flitzer. Ein Tesla Model X im Gesamtwert von über 100.000 Euro. Sie haben die Wahl. Und wenn Deutschland Europameister wird, erhalten Sie als Gewinner nochmal 111.000 Euro obendrauf. Verrückt. Also mitmachen unter der 01379 44 44 07. Das Kennwort Tor nennen oder eine SMS mit Tor an 3x4, 3x1 schicken. Ich drücke die Daumen. Bis gleich. Werbung. So, da sind wir wieder bei TAF live aus München mit Trends, die einfach immer mal wieder kommen. Zum Beispiel Baseballcaps. Die sieht man gerade wirklich überall. Wie man sie allerdings am besten kombiniert, so wahrscheinlich nicht. Und was man sonst noch so modisch Peter Pan nachmachen kann, hier kommt der TAF-Trend. So, und während ich heute alles falsch gemacht habe mit meinem Kragen, habe ich hier gerade meine liebe Stylistin, die Maya, hergezogen. Die hat es perfekt gemacht. Wie sollte es anders sein? Also ein neuer, perfekter Style morgen von ihr und hoffentlich uns allen morgen wieder bei TAF. Ich freue mich drauf. Bis dann. Mua. So macht man es richtig.